Der nachfolgende Spot wird Ihnen präsentiert von Oskar am Freitag, dem Lokalmagazin für Gotha und den Landkreis. Die Residenzstadt Gotha war nun zum dritten Mal in Folge Etappenort der Lotto Thüringen Ladies Tour, vielen besser noch bekannt unter dem alten Namen Thüringen Rundfahrt. In diesem Jahr hatte die Strecke rund um Gotha als Finaletappe noch mehr Bedeutung und deswegen fährt Lisa Brennauer im gelben Trikot der Gesamtführenden auch hier ohne ihre Teamkolleginnen die Wasserkunst hinauf. Ich hatte nur 14 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte und musste deswegen auch nochmal bei den Zwischensprints, da konnte man nochmal Bonussekunden packen und bin ich nochmal auf die Zwischensprints gefahren. Das hat super geklappt, um hier mit einem kleinen Puffer ins Finale zu gehen, weil man weiß echt nie, was dann nochmal passiert auf den letzten Kilometern. Während sich Brennauer insgesamt 6 Bonussekunden sichert, besprechen Vera Hohlfeld und Knut Kreuch vielleicht schon die Details für die nächste Ladies Tour. Dem OB hat es zumindest wieder gefallen. Das war unwahrscheinlich spannend und spritzig heute. Und wenn die Mädels hier so über das Kopfsteinpflaster donnern, da bebt das Pflaster regelrecht. Das ist schon was ganz Besonderes, das muss man einfach sagen. Und schön, dass Gotha in diesem Jahr diese Schlussetappe erleben konnte. Ein absolutes Erlebnis war es auch für die Amerikanerin Skylar Schneider, die den Etappensieg eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatte. 20 Sekunden nach ihr, also genau nach 1 Stunde 51 und 21 Sekunden, kam Lisa Brennauer ins Ziel. Rad an Rad mit der gesamtzweitplatzierten Ellen van Dijk. Brennauer weiß also um ihren Sieg der 30. Lotto Thüringen Ladies Tour, ihr erster. Ja, letztes Jahr als Mannschaft haben wir Dürnfahrt auch gewonnen. Von dem her auch dieses Jahr wieder ein großes Ziel. Und hier ganz oben zu stehen mit so einer Mannschaft im Rücken, ist wirklich ein ganz toller Erfolg für uns. Es ist ja ein Finale, das mir eigentlich sehr gut gefällt. Gotha war sowieso ein gutes Omen. Ich stand hier schon ganz oft auf dem Treppchen bei der Etappe. Und sie gefällt mir sehr gut. Das Kopfsteinpflaster war jetzt eigentlich nicht so das große Problem, aber auf den letzten Kilometern nochmal ziemlich windig auch, offenes Feld und viele Attacken. Das war wirklich schwerer zu meistern als hier das Gotha Kopfsteinpflaster, das ich eigentlich ganz gern mag. Diese drei Frauen haben die 75,8 Kilometer rund um Gotha am schnellsten hinter sich gebracht. Wie schon erwähnt, gewinnt Skylar Schneider vor Allison Jackson und Rushley Buchanan. Ja, und die Tagessiegerin, rechts im Bild, darf dann gleich noch einmal auf die Bühne. Die 18-Jährige erhält das Gotha Adel-Trikot als beste Amateurfahrerin der Etappe und staubt auch noch das Saalfelder Trikot für die aktivste Fahrerin ab. Es ist eine wirklich schöne Stadt. Überhaupt bin ich das erste Mal in Deutschland und hier durch die Straßen bis zum Ende mitfahren zu können und ganz andere Seiten als die Touristen wahrzunehmen, war für mich sehr besonders und ich hoffe, dass ich wiederkommen werde. Diesen Moment wird die sympathische Allgäuerin so schnell nicht vergessen. Lisa Brennauer gewinnt die Lotto Thüringen Ladies Tour. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die Niederländerin Ellen van Dijk und die Britin Hayley Simmons. Nee, es war gut heute, bis auf gestern den Sturz, aber es ist halt nur mal Radsport, gell? Kann man nie ausschließen, leider. Aber heute war auch alles wieder top, Zuschauer waren da, obwohl es Mittagszeit ist oder Nachmittagszeit, also wir sind total zufrieden. Dann noch ein Wochentag, aber so prinzipiell die Tour, damit hast du ja ganz schön was zu tun. Dann gab es in Schleiz eine ganz schöne Novität, auch das ging dann glimpflich aus alles. Was gab es in Schleiz? Na, musste nicht irgendwo eine Streckenänderung vorgenommen werden? Ja, weil es gebrannt hat, die Feuerwehr war im Weg, aber wie gesagt, die Polizei, die sind Spitzenklasse, das hat kaum einer mitgekriegt, dass die eigentlich anders gefahren sind, ein paar hundert Meter und dann waren die wieder auf der Strecke drauf. Sehr gut. Vera, darf denn Gotha nächstes Jahr wieder mitmachen bei der Tour? Ja, na klar, sind fest eingeplant. Wir haben ja das Okay vom OB schon gekriegt und ich will Gotha dabei haben. Vera, gibt es jemanden, dem du Danke sagen möchtest? An alle. Also da will ich niemanden rausnehmen oder besonders hervorheben. Meine Familie natürlich, klar, aber vor allem alle Mitarbeiter. Und da ist jeder Einzelne wichtig. Das ist ein Glied, das läuft zusammen. Wir sind eine große Familie und da hat jeder seine Wichtigkeit.